also nicht versuchen, ich werde auch weiterhin Battlefield und MW3 Videos machen. Also MW3 habe ich noch bestimmt auch ein paar auf Platte und wie gesagt auch im Online-Speicher, aber Battlefield muss man halt, das muss ich auch spielen. Da gibt es leider keinen Kinomodus. Kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Das heißt, da muss ich dann jedes Mal Fraps anwerfen und halt hoffen wirklich, dass es eine gute Runde wird. Und das kann ich eben bei mir im Battlefield nicht immer garantieren. Aber naja, das ist alles so Hintergrundzeugs, weil es bei den ganzen YouTubern halt so abläuft. Also ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen wehleidig bin, aber so ist es halt bei mir. So, warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz den Beefmelger anschreiben. Wie kann ich dem eine Nachricht schicken? So. Der soll sich nämlich die Armbrust abholen, die ich noch für ihn habe. Oh, da fällt mir was ein. Habe ich überhaupt noch was für irgendwen? Sieht nicht so aus. So, dann schicken wir ihm die nochmal. Beefmaker. Nachricht. Machen wir das. Dann machen wir das. Shift und abschicken. Er soll antworten. Antworte! Jep. Ich glaube, davon wird es nicht besser. Nee, ich glaube nicht, aber man kann ja hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Ein Invent ist wieder leer. Ich komme Ah, jetzt. Moment. Guck hier nur noch mal Okay, jetzt schnell. schreibt er da. Nee, danke, ist schlechter als meine. Dann kann ich die jetzt auch zu einer Essenz verkloppen. So, warte, dann schreibe ich ihm noch schnell. So, zerkloppt. Wortwitz, versteht ihr den? Die ganzen Borussia-Fans da draußen. So, ich habe 181 Essenzen, Tonne. Meine Güte, ich habe gerade mal, Moment, ich glaube irgendwas um die 60, 70. Ja, Ja, aber 68 ich habe habe nur ich. 7400 Gold. Oh, ich habe noch 5000. Das ist das Problem. Ich tue immer nur, weil ich brauche von dem scheiß Schmied hier, von dem brauche ich mal ein paar neue Armschienen, aber Armschienen macht der nicht, ey. Bei jeder Verbesserung kommen keine Armschienen dazu. Ja. Das nervt, ey. Ich renne hier mit Low-Budget-Armschienen rum, ey. 18 Death und 3 Wit und getötete Gegner gewähren 6 Erfahrungen, ey. Das ist doch inakzeptabel. Aber egal. Flamen über den Schmied können wir später. Ey. Jetzt ist mir schon aufgefallen, dass eigentlich in jedem Spiel, was so ein bisschen rollenspielmäßig angehaucht ist, der Schmied immer ein Arschloch ist. Mädchen 2, Richtig, oder? ich wollte es gerade sagen. Medin 2. Ja, da ist der Schmied immer der Geleckte, ey. Oh ja. Und falls jetzt irgendwelche Leute sagen, was macht der hier? Was macht er da? Das ist wirklich gerade Was merkwürdig. ist dies für schwarze Magie? Zu spät, ihr Narr. Ich beherrsche jetzt diese Geister. Mein Gott, untote Ziegenmenschen, hey. Komm her, Alter. Ja. So, was haben die dir gebracht? Da ist eine Stufe 19. Lehrerin. Ich werde aus den Seelen dieser Primitivlinge eine ganze Armee erschaffen und sie an meinen unbeugsamen Willen ketten. Ja. Mit diesen Heiden unter meinem Befehl werden die Königreiche der Welt sich meiner Macht beugen. Der Macht des Herrn der Ziegen. Vielleicht muss ich noch etwas an meinem Titel arbeiten. Ja, das ist das hier, was sie gestern gesagt haben. Der Herr der Ziegen. Der Herr der So, warte mal kurz, ich muss Fertigkeiten machen. Ich habe neue dazu bekommen. Oh. Seismisches Schmettern zerfleischen, habe ich eine Rune bekommen. Erweitert den Wirkungsbereich von zerfleischen. Nee, mag ich nicht. Ach nee, hier, ihr gewinnt Leben, wenn ihr Gegner mit zerfleischen Schaden zufügt. Nee, ich bleib erstmal beim seismischen Schmettern. Ein Speer der Unahnen, Revanche. Wut und Leben erhalte ich, wenn ich Revanche einsetze. Das ist natürlich nice. Aber ich mag auch irgendwie den Enterhaken inzwischen.
Bohrer da ist. Oh, ich habe meinen vierten Fertigkeitenplatz gerade gekriegt. Hey. Krieg ich den eigentlich auch auf Level 90? Aber es dauert noch ein Stück. So. Alter, 50 Wut kostet das Erdbeben. Da liegt was Blaues für mich, ey. Ja, ich hab hier auch schon mal. Das geht noch nicht. Aufgeräumt hier hinten auch mal. Ich weiß nicht. Ja, nee, gut, hier ist alles so voll. Hier wieder was Blaues. Das kann nicht wahr sein. So. Level 19, kann ich das? Wow. Ganz böse. Mehr Wut. Oh Mann, der hat das Gelbe drin lassen. Oh shit. Wow. Was? Kranker Skill. Ach, das Erdbeben. Oh. Oh cool, ich hab einen Kopf für Hexendoktoren gefunden. Komm, Menno, ich kann nichts anziehen mit Level 19. Ich muss endlich mal über 20 machen, Jungs und Mädels. Vielleicht braucht den unser Hexendoktor noch dann. Der Toast, ja. Von Toast kannst du alles aufheben für den Hexendoktor. Gut. Das Problem ist, der muss nochmal online kommen. Ey, du bist ja fast tot, Tolle. Naja, was heißt fast tot, aber. Verlorene Truhe, was gibt's denn hier noch? Nix. Was ich heute erfahren habe übrigens, ist, dass der, wie heißt der gleich, der Boss, also der Robert, sich auch heute Diablo 3 geholt hat. Oh. Der ist begeistert. Nicht genug Wut. Der jedem Also seit er hier Star Wars spielt, habe ich den kaum mehr irgendwie mal hier. Doch ab und zu war noch da und dann haben wir eine Runde MW3 noch gespielt, aber ansonsten. Ja. Muss man sich echt die Frage stellen, ob er das Spiel frisst oder das Spiel ihn frisst. Oh, was ist denn hier? Höhle des Mondclans, Ebene 1. Hat er noch Verlösung? Ach, alles da rein. Oh mein das Gott, geht noch nicht. Obwohl Ziegen sind nicht zu unterschätzen, wie die Hauer mit der Mother-Pooper. Ja. Oh, hier hinten ist ein Geldgollum. Geldgollum. Komm her, Alter. Einmal mit dem Ding reingeratzt, da ist er tot, ey. Ja, da weil ich den so schön Damm gekloppt habe. Da liegt ein Ei dran für mich. Ah, ich bin gerade noch eine Runde 500er Trabant gefahren, Tonne, ey. Traumhaft. Für alle, die jetzt nicht wissen, also an die westdeutschen Zuschauer, was ein Trabant 500 ist, dann gebt ihr das bitte im Google mal ein. Und lernt ein bisschen ostdeutsche Kultur kennen. Danke. Alles schon so richtig feindlich, Mann. Nein, das war nicht feindlich. Nein, nein, nein. Ich möchte nur, dass die wissen, was unsere Autokultur ist. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht über ihre Autokultur auch Bescheid weiß. Ja, ich fahre selber einen Mercedes-Benz. Also Leute, bitte. Braucht mir nichts erzählen. Kann ich das Ding hier zerhauen jetzt? Ich bin ja der Meinung, ja, dass man, also dass wir überhaupt noch so Westdeutsch reden dürfen. Ja. Boah. Trotzdem nicht zu vergessen, wo unsere Wurzeln sind. Unsere Wurzeln sind immer hier im Osten. Und sowas wie zum Beispiel Trabant, ja, sowas sollte man schon wissen, glaube ich. Als, wie gesagt, eigentlich sollte man das nicht tun, aber auch als Westdeutscher. Ich dachte, ihr wisst auch, was Audi, Mercedes und Opel sind, oder? Was? Nehme ich jetzt mal an, also. Ich habe einen neuen Verbündeten ich gewonnen. Ich habe einen neuen Verbündeten, doch die Diener der Hölle werden stärker. Macht der hier? Mit er denn? Wieso kommt er nicht hier rein, Mensch, hier in den Channel, wenn er schon mitmachen will? Naja. Oh hey, halt cool. Neuen Verbündeten, ein Pillar.
Den ihr übrigens aus einem Battlefield-Video kennen müsstet, aus unserem ersten Battlefield-Video. Da hat ein Pillar mitgemacht. Also für die Leute, die jetzt hier sind wegen Diablo und Battlefield. Ansonsten, Leute, wenn ihr nur wegen Diablo hier seid, schaut euch die Battlefield-Videos an. Was ist das denn? Jetzt habe ich das an Beefmelker geschickt. Weil, wenn ich jetzt Enter drücke, kommt immer noch der... Oh Gott. Ja, das ist so, das bleibt. Wie kriege ich das weg, ey? Was ist das für ein Scheiß? War das schon alles? Glaube ich, einfach nur löschen. Hat mir gerade meine erste Halskette geschenkt, der gute Mann. Sogar mit 14 Geschicklichkeit. Sehr gut. Ich ihm sehr dankbar dafür. Oh ja, stimmt, ja, mit Tab-Taste hat man ja eine Karte, das habe ich auch noch. Das habe ich vergessen, dass man das hatte. Ja, stehen wir hier rum, und? Ja, nee, er macht jetzt wieder fort. Ach so, ja, ich lese es gerade. Hat er gerade geschrieben. Ein Verbündeter hat uns verlassen. Die Diener der Hölle werden schwächer. Erstmal noch die Höhle erkunden. Wo waren die jetzt? Links oben irgendwo, ne? Ja, da auch gerade so eine Notiz bekommen von irgendeiner Leiche. Wir hätten Kasra-Kopf, 25 Gold. Klingt ja nicht schlecht. Mal sehen, ob es das überhaupt noch das Angebot gibt irgendwo. So, dann hauen wir mal die Höhle der Mond. Oh, Marin, hier war was. Was? Ja, da war eine Tasche. Kommt was raus. All meine Arbeit für einen Haufen dämlicher, stinkender Ziegenmenschen. Magda behauptet, dass sie unsere wertvollsten Verbündeten sein werden. Und dass die Aufgabe eine ist, die sie niemandem außer mir anvertrauen kann. Aber ich weiß, wo ich hingehöre. Ich bin zutiefst verletzt und gedemütigt. Er ist zutiefst verletzt und gedemütigt. Daher also diese ganzen Bewältigungsprobleme. Ohne Mist, ey. Wir haben alle ein schweres Aggressionsproblem. Yep. Ihr habt den Erfolg Kleingelderung. Was ist das jetzt? 50.000 Gold einsammeln. Das habe ich jetzt erst geschafft. Arsch, ey. Gut, 25 erhöhter. Was? Magie- und Goldfund-Bonus. Habt ihr schon Angst? Oh, da war noch was. Überall diese toten Dorfbewohner, Mensch, können die nicht mal irgendwie. Was fressen sie, Mensch? Ich kriege nicht die toten Dorfbewohner. Ui, zwei Klauen. Was ist denn hier? Was war denn das? Ich hab keine Ahnung. Auch noch nie gesehen. War das so ein Kobold, so ein Geldkobold, der gerade verschwunden ist, einfach so? Ja, shit. Bitte. Die lassen eigentlich immer gut Zeugs fallen. Schwacher Heiltrank, da habe ich inzwischen geringer Heiltrank 60 und schwacher Heiltrank 66. Ich kann nichts mehr aufheben. Oh, mein Invent ist voll. Ich gehe kurz Dick City. Dick City. Yo, yo. So, was geht hier ab? Oh, meins ist aber auch fast voll. MC Ho. Vielleicht auch mal mitkommen. Aus Dick City Life. Yo. Dick City Life. Da, 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 da. Genau, daran habe ich jetzt gedacht. So, wieder ein paar Essenzen gekloppt. Dann gehen wir noch zum Taschu und der Bergmann. Das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Du solltest sie dir Mann, ich wollte da gerade so ein blaues Schwert aufheben für meinen blöden... Ach, Templer. Oh, ein Fuck, ey. Das hatte knapp 18 Damage, ey. Das wäre besser gewesen als eben sein blödes Scheißschwert. Könnte ich mich jetzt schon wieder ärgern.
Was ist denn das hier eigentlich? Minderwertiger Kraftstein, Mönch. 31 Rüstung, brauchst du nicht, ne? Nee. Was ist denn das? Was in den brennenden... Ich habe geschuftet wie ein Irr. Nein, brauch ich nicht. Er hat auch keine Bonis. Ich frag mich bloß, warum ich da was immer noch krieg. So, warte mal, was wollte ich jetzt noch machen? Achso, ich wollte noch die Truhe gucken. Level 26, Level 29, Level 21. Und dann kann ich den Ring... Ne, ab 23, dann kann ich den... Dann nehme ich mir jetzt mal diese seltene Stangenwaffe mit. So. Und dann kann ich die nämlich ab 21 benutzen. Boah, ich brauche jetzt 61.100 Erfahrung für die nächste Stufe, Tanne. 45.300 brauche ich. Weißt du was, ich bild jetzt mal noch einen Schmied aus. Ne, mache ich nicht. 7.000 ist ganz schön hart, wenn ich nur 9.000 habe. Weiter geht's. Bam, hat's gemacht. Oh, nichts. Ich will nicht auch in Akt 2. Ich will meine Kleider färben auch. Mhm. Ich mag auch so einen schicken Assassinenanzug haben. So, obwohl, das ist eigentlich ein lustiges Gimmick, finde ich, aber. Ja, natürlich. Man könnte erst noch Bengold sparen, finde ich. Aber ich glaube, ich werde es sowieso irgendwann machen. Ja, natürlich. Das ist, wie man sich immer sagt, man macht das, aber dann, also, man will warten, aber am Ende macht man es trotzdem. Das ist doch immer so. Oh, ich habe irgendeinen blauen Ring getroppt. Angriffsgeschwindigkeit 5% und Treffer fügt 2 Leben hinzu. Oh, hier hinten ist noch eine Truhe. What the fuck? Tatsache. Noch was Blaues. Brauchen wir nicht. Können wir wieder zerkloppen. Scheiße, Mann, die Sonne scheint gerade so doof in mein Zimmer. Ich muss kurz mein Follow weg. Ich sehe nicht mehr auf meinem Bildschirm.